Mit dem Eisbrecher auf Pinguin-Expedition am Südpol. Auge in Auge mit Berggorillas in Ruanda oder Tauchen mit Beluga-Walen. Manche würden sicherlich sagen, das ist ein bisschen verrückt. Auf jeden Fall aber abenteuerlich. Mal sehen, was mein Studiogast selber dazu sagt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, Reinhold Wild. Muss man da ein bisschen verrückt sein, um solche Expeditionen zu machen? Ich habe ja im Nachnamen Wild und deswegen bin ich bemüht, meinem wilden Namen alle Ehre zu tun. Also der Name ist Programm? Absolut. Ja. Und unser Sohn heißt Noah, das ist sein zweites Programm. Okay. Sie sind ja auch im Berufsleben als Querdenker und Paradiesvogel bekannt. Sie waren gut 2 Jahrzehnte Managing Director und Vorstandsvorsitzender bei Goldwell, haben dann Mitte der 90er Jahre die Wild Beauty AG oder Wild Beauty AG gegründet, als exklusiver Distributeur der Marken John Paul Mitchell System. Ist Ihr Führungsstil auch ein bisschen extravagant? Zum Beispiel kennen wir keinerlei Hierarchien. Alle Mitarbeiter sind Teil des Teams. Alle müssen alles wissen, was in der Firma vorgeht. Mhm. Auch die Putzfrau erfährt jeden Tag von den Umsatzzahlen. Und damit schaffe ich eine große Teamfähigkeit, dass jeder versucht, den Karren mitzuziehen und sich nicht nur hinten drauf setzt. Und geht das Konzept auf? Wunderbar. Wir wachsen seit 17 Jahren in Deutschland, jedes Jahr im Schnitt 19%. Ich wüsste nicht, nach welcher Managementschule man das hätte besser machen können. Und was hat Ihnen den Namen des Paradiesvogels in der Branche eingebracht? Weil ich grundsätzlich nicht kopiere, was die großen Mitbewerber machen. Also keine grauen Anzüge mit Krawatten, keine Hosenträger, keine bestimmten Automarken in braunen Farben, sondern immer etwas Exotisches, dass die immer bunt, entweder ein gelber Porsche, darf man die Marke nennen, oder ein anderes Auto in Rot. Auf jeden Fall so, dass jeder denkt, das ist eine Erscheinung, das gefällt mir. Das können Sie ja machen, wenn Sie selber der Chef sind. Aber wie war das, als Sie als Vorstandsvorsitzender und Managing Director unterwegs waren bei der anderen Firma? Da waren Sie ja nicht der wirklich eigentliche Chef. Da gab es eine Autoregelung, dass jeder die E-Klasse fuhr. Für mich gab es eine Sonderregelung, weil unser Firmengründer gesagt hat, jeder Zirkus verträgt einen Clown. Das waren Sie dann? Das war ich. Okay. Dann kommen wir zu den Reisen. Sie sind quasi um die halbe Welt gereist. Zum einen dienstlich, um die ganze Welt. Zum einen dienstlich sind Sie viele Flugstunden unterwegs gewesen, aber Ihnen macht es einfach auch privat ganz viel Spaß. Reizt Sie daran? Also erstens hat es mich gereizt, weil ich damit Meilen sammeln will. Das ist natürlich ein Color, okay? Also ich hatte beruflich Gründe, insgesamt 197 Mal nach Japan zu reisen. Und mir war gestattet, beliebige Zwischenstopps zu machen, wo auch immer ich wollte, dort mir Dinge anzuschauen und dann die Reise fortzusetzen. Und das hat in diesem Köpfchen den Wunsch wachsen zu lassen, solange ich das körperlich gut kann, das zu wiederholen. Und dann gibt es ja ein Buch, 1000 Plätze, die man gesehen haben sollte, bevor man stirbt. Und die arbeite ich jetzt konsequent ab. Ja, und wie viel haben Sie schon? Also locker gesprochen, ich habe etwa 90% der Plätze gesehen. Jetzt kommen die komplizierteren, die ich mit früheren Arbeitsvolumen nicht hätte verarbeiten können. Beispiel die Pinguinreise, 30 Tage auf dem Schiff. Das kann man einem Vorstandsvorsitzenden nicht durchgehen lassen. So lange unterwegs zu sein. Dann würde zu viel liegen bleiben. Ja, erzählen Sie doch mal von der Reise. Ich bin ja total neidisch. Pinguine am Südpol, so quasi Auge in Auge. Das ist doch ein wahnsinniges Erlebnis, oder? Von der Reise hatte ich erfahren, als ich in Nordkanada war, wo wir Eisbären beobachtet haben. Und da war ein sehr verrückter Mensch, auch ein Wilder, aus Bensheim an der Bergstraße. Und er hat mir erzählt, warst du eigentlich schon mal bei den Pinguinen? Habe ich gesagt, wo leben die, Südpol oder Nordpol? So viel war mein Wissen. Natürlich am Südpol. Und der hat mir den Mund wässrig gemacht, da mal hinzufahren. Jetzt gibt es nur insgesamt 7 Schiffe, die dort durchkommen. Da ist ziemlich viel Eis da. 4 bis 6 Meter dicke Eisschicht. Es gibt Schiffe, die kommen in die Nähe. Aber dort, wo die großen Pinguinkolonien sind, da kommen nur richtige professionelle Eisbrecher hin. Es gab 2 Atomeisbrecher, die dort Station gemacht haben. Da hat meine Frau Angst gehabt, dass ich dann strahle, wenn ich zurückkomme. Also bin ich auf einen Diesel-Eisbrecher mit entschwefeltem Schweröl. Mhm. Und da ist man 30 Tage unterwegs. Keine Aussteigemöglichkeit, kein einziges Dorf auf dem Weg, kein Souvenirladen. Aber jeden Tag frische Luft,
wunderbare große schwimmende Eisberge und dann der Höhepunkt, die Kaiserpinguine. Ich nehme mal gerade hier das Buch zur Hand. Sie haben da ganz, ganz viele Fotos gemacht. Mhm. Wie groß sind denn so die Kolonien, die Sie da gesehen haben? Weiß man das? Kann man das schätzen? Ja, also die Kolonien werden gezählt, weil man auch wissen will, wie entwickelt sich die Population. Es gibt Kaiserpinguin-Kolonien mit 10.000 Tieren. Die schweben ja, die streben immer zusammen. Die schützen sich gegenseitig vor der Kälte. Und das macht man am besten, indem man als Kaiserpinguin miteinander kuschelt und einen Ring bildet. Mhm. Die ganz Kleinen in die Mitte und außenrum der Ring der Starken. Und deswegen sind es 10.000 Tiere. Die gehen auch gemeinsam dann, wenn sie zur Fresszeit unterwegs sind, watscheln die wie so Frackträger zum offenen Meer. Und die etwas kleineren Königspinguine, da gibt es sogar Kolonien mit 100.000. Und wie groß sind die Kaiserpinguine? So im Zoo sieht man ja doch eher so kleine 30, 40 Zentimeter. Kaiserpinguine lassen sich sehr schwer halten in Zoos. Die haben ein großes Bedürfnis, auf Eisschollen zu brüten. Mm. Und welcher Zoo hat eine durchgehende Eisfläche? Wohl kaum. Und wie groß sind die? Die sind 1,30 Meter groß und wiegen etwa 40 Kilogramm. Ganz schöne Brocken. Die Königspinguine 70 und die anderen Pinguine, über die wir uns vorhin unterhalten haben, 30, 40 Zentimeter. Ja. Und die spannend. Kaiserpinguine können bis 500 Meter tief tauchen, mit einmal Luft holen. Ein sensationelles Teil der Schöpfung. Absolut. Und wie kalt war es denn da? Also in der Zeit, in der wir dort waren, war ja der arktische Sommer. Hm. Nur in der Zeit des arktischen Sommers können die Kleinen aufwachsen. Mhm. Wenn ständig bis zu 70 Grad kalter Wind weht, dann können die da nicht aufwachsen. Also wir waren im Sommer dort. Der arktische Sommer hat komfortable Temperaturen von minus 30 bis minus 40. Mm, dann doch so warm. Ja, es ist mollig warm. Ja, im Vergleich zu minus 70 schon. Aber man wird aber, jeder auf dem Schiff wird mit den gleichen Neoprenanzügen ausgestattet, mit dicken Schuhen, mit einer dicken Neoprenmütze. Und das Hauptproblem ist, wie man mit einem dicken Handschuh die Kamera bedienen kann. Und Sie haben es trotzdem geschafft, einige hundert Bilder zu machen. Ja, einige hundert ist eine charmante Untertreibung. Das ist schon die bereinigte Fassung. Ja. Da wir 30 Tage unterwegs sind und sonst sich nicht viel abspielt, außer Besuchen bei den Tieren, habe ich pro Tag etwa die Menge gemacht, von der Sie sprechen. Dann abends mit dem iPad sortiert und den Rest meiner Familie gegeben, weggeschaut und auszusuchen, welche es wert sind, aufgehoben zu werden. In das Buch dann zu kommen. Und in das Buch zu kommen, das sind ja noch ein paar weniger. Genau. Es sind ja nur 160. Das tut weh. Ja. Sie haben aber auch andere spannende Expeditionen gemacht. Also eins, was ich ganz faszinierend finde, ist zu den Berggorillas nach Ruanda, die ja auch sehr, sehr bedroht sind, wo es nur noch wenige Individuen gibt. Wie war das? Also die Berggorillas sind eine Spezies, die kurz vor dem Aussterben sind. Es gibt nur noch etwa 600. Wenn man sich überlegt, vor 100 Jahren gab es noch etwa 70.000. Die wurden geschlachtet, die wurden gefangen. Da gab es Leute, die haben sich aus den kräftigen Beinen einen Stuhl, einen Hocker gemacht. Hm. Also wir haben furchtbar gesündigt mit dieser Tiergattung. Dann gab es ja, wie Sie wissen, die Kriege in Afrika. Hm. Dort haben die Tiere abgemetzelt, um Fleisch zu essen. Ich habe jedenfalls gehört, Reinhold, wenn du das mal sehen willst, geh bald. Hm. Die Zahl schrumpft. Hm. Und dann war ich vor 2 Jahren da. Ein guter Monat ist der September. Warum? Dann haben die ihre Jungen. Und Tiere mit Jungen ist genauso schön wie ein Mensch mit kleinen Kindern. Da ist irgendwie eine schöne Familie, ist auch bei den Tieren etwas zum Anschauen. Und wie nah konnten Sie da dran gehen? Die sind ja auch nicht zu unterschätzen, kräftige Burschen. Die Männer wiegen ungefähr 300 Kilo, sind bis zu 3 Meter groß. Die überragen uns deutlich. Und sind stärker auch als wir Menschen. Haben einen kräftigen Brustkorb, auf den sie auch, wenn man sich nähert, trommeln und laut dazu rufen. Als Achtungspose, oder? Als Achtungspose, von wegen hier ist mein Revier. Hier sind die Gorilla-Frauen meine Frauen, komm nicht zu nahe. Okay. Und dann haben diese sogenannten Schwarzrücken oder Weißrücken, die ganz alten heißen Weißrücken. Mhm. Die haben also graue Haare auf dem Rücken und das ist der King. Dann gibt es junge Prinzen, die haben schwarze Rücken, aber noch nicht grau. Die einzigen, die Zugang zu den Weibchen haben, ist der Silberrücken. Und die Jungen denken, wenn er nur endlich aufgeben würde. Und jedenfalls hat er mit diesen Frauen in seinem Team
hat er ca. 20 Junge in jeder Saison. Und jetzt braucht man gutes Wetter, wenige Störungen von draußen und dann gibt es wieder Nachwuchs. Das Schöne ist, die letzten zwei Jahre ist die Zahl der Berggorillas, das muss mit meinem Besuch da zusammenhängen, um 200 wieder gewachsen. Sehr schön. Es gibt Hoffnung. Das ist sehr schön. Ja. Warum machen Sie solche Reisen? Was reizt Sie da dran? Erstens, damit ich im Alter mit meiner Frau etwas habe, von dem wir träumen können, wenn wir an die Jugend zurückdenken. Zweitens gebe ich dann auch immer etwas für die örtliche Region als Spende, zum Beispiel für die Ranger, die dort schauen, dass die Gorillas geschützt bleiben, dass nicht Wilderer kommen und Fallen stellen. Und da spende ich dann immer etwas dafür, weil ich dann einen kleinen Beitrag zum Überleben dieser Art leisten kann. Sie sind ja auch engagiertes Mitglied in verschiedenen Natur- und Tierschutzorganisationen. Liegt Ihnen die ganze Natur, die Tiere, was liegt Ihnen da so besonders am Herzen? Ich bin sicher dazu ein bisschen auch durch die Kirche gekommen, indem ich frühzeitig mich eingebracht habe, wo kann man helfen, ohne jetzt gleich Politiker zu werden. Und dazu gehört der Tierschutz dazu. Ich war bei der Greenpeace-Gruppe sehr früh dabei und mein Hauptanliegen dabei waren immer die Gruppe Sea Shepherd. Der Captain Paul Watson hat die Greenpeace gegründet und ist bekannt dafür, dass er die Wale vor dem Harponieren schützt. Die fahren dann zum Beispiel zu den Galapagos-Inseln oder auch in die Arktis und bekämpfen die russischen und die japanischen Walfänger und machen dann Wasserbomben und solche Geschichten, harmlose Dinge, um die davon abzuhalten, auf die Wale zu schießen. Und der Captain Paul Watson, dessen Leben ist ja auch verfilmt worden, der hat mich mal eingeladen, mit ihm zu kommen. Und wenn Sie einmal sehen, diese großen Augen eines Wals, der gerettet wurde, weil die Harpune daneben ging, das wollen Sie nicht mehr vergessen, da wollen Sie helfen, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass diese wunderbaren Tiere auch überleben. Sie scheinen überhaupt Freude am Engagement zu haben, sich auch bei anderen Projekten einfach zu beteiligen, dabei zu sein. Was ist Ihnen da wichtig? Also meine Frau sagt, du hast ein Schild auf der Stirn, wenn andere Nein sagen, versuch es. Ach ja, das fordert Sie raus? Das fordert mich raus, weil ich ja in der eigenen Firma viel bewege und jeder gedacht hat, das kriegt der sowieso nicht hin. Und wenn jetzt einer sagt, wir brauchen ein Solardach fürs Schwimmbad, aber das ist so teuer, das packen wir in diesem Jahrhundert nicht mehr, dann sage ich, lass es uns probieren. Und zwei Jahre später hatten wir das Geld zusammen. Oder wenn die Zoologische Gesellschaft sagt, wir müssen da unten in Ruanda was für die Gorillas tun, da hatten wir eben nur einen Fördererkreis von über 500 Mitgliedern zusammen. Das heißt, Sie rühren dann die Werbetrommel, ja, und sammeln dann einfach auch Spenden, um Projekte zu unterstützen. Ironisch gesprochen sage ich, ich bin ein Marketing-Fuzzi. Und ob ich das für die eigenen Produkte mache oder für ein schönes Projekt, das ist dasselbe Rezept. Bring eine interessante Neuigkeit, kämpfe darum und gib nicht auf, wenn es nicht gleich dir in den Schoß fällt. Gutes Motto zum Mitnehmen. Sie sind da ja auch in Ihrer Kirchengemeinde vor Ort aktiv und stellen da auch Projekte auf die Beine. Ja. Was bedeutet Ihnen das? Also ich habe früher als Lektor und Prädikant auch vorgetragen im Gottesdienst. Dann gab es früher noch nicht so eine Pfarrerschwemme wie heute. Bei den Evangelischen gibt es noch eine. Und dann sind, wenn die Pfarrer in Urlaub gefahren sind, habe ich dann Trauungen durchgeführt. Ich habe da eine extra Erlaubnis. Ich habe Beerdigungen gesprochen und so weiter. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht, wenn ich die Familie, um die es hier ging, bewegen konnte. Oder wenn es ein Brautpaar war, wenn ich die glücklich machen konnte mit einer aufregenden Predigt. Dann habe ich zum Beispiel in der Jugendheimer Kirche, habe ich auch schon sonntags gepredigt. Und da wird es plakatiert. Ich lese meinen Namen dann gerne auf dem Plakat und freue mich, wenn der Gottesdienst so voll ist wie eine Weihnachtspredigt. Das ist auch schön, ne? Ja. Sie haben aber auch andere Momente in Ihrem Leben, wenn Sie zurückblicken. Sie hatten 2004 mehrere Schlaganfälle und zwar in einer ganz kuriosen Situation eigentlich. Sie waren nämlich gar nicht auf dem Boden. Nein, das erzähle ich, ohne dass ich inzwischen darüber noch weinen muss. Das war am Anfang so. Ich bin in der Nähe von Goa, das ist in Südindien. Da gibt es viele Hippies, das wollte ich mir mal angucken. Gibt es auch schöne Strände. Und da bin ich hinter einem Boot hergezogen worden, das nennt man Parasailing. Ein Segel auf dem Rücken und an dem Tag war zu viel Wind. Normalerweise macht das Seil, an dem man hängt, einen Bauch. Das war ganz steil und ich guckte direkt auf den Bootsführer. Wie hoch war das ungefähr? Geschätzte 40 Meter. Das Seil war sehr stramm
Und als ich mir gerade Gedanken gemacht habe, dass es sehr steil ist an dem Tag, wirkt der den Motor ab. Ich falle wie aus dem 8. Stock eines Hochhauses auf das Meer. Ja. Der Fallschirm schlägt über mir zusammen. Ich gehe unter. Mein Herz hört auf zu schlagen vor Schreck, von dem Aufprall. Mhm. Und ich lief voll Wasser und einer hat mich gerettet. Mhm. Ein junger Mann aus Nepal, der mit dem Jetski kam, mich aus dem Wasser gezogen hat, auf seinen Jetski. Ich war nicht bei Bewusstsein, an das Ufer gebracht, auf die Seite gelegt, Mund-zu-Mund-Beatmung und ich wache wieder auf. Mhm. Und dann ging es darum, wie gehen wir damit um? Ja, da und wie sind Sie damit umgegangen? Ich habe die Lufthansa-Rettungsnummer angerufen, bei der bin ich Senator, durch meine vielen Flüge. Mhm. Und die haben gesagt, heute steht in Goa ein Condor-Flieger, den könnten wir Ihnen anbieten. Da kommen Sie heute noch nach Hause und schnell ins Krankenhaus. Mhm. Genau das habe ich gemacht. An Bord war ein Arzt, der mir Blutverdünnung gegeben hat. Und dann hat man im Krankenhaus festgestellt, 3 Schlaganfälle. Mhm. Durch diesen kurzfristigen Herzstillstand. Der Professor bei der Aufnahme, bei der Notaufnahme sagte, Herr Wild, es tut mir leid, Sie zu informieren, Sie werden nie mehr arbeiten können und nie mehr Ihren schönen roten Wagen fahren. Die Marke lassen wir jetzt weg. Und wie ging es Ihnen damit? Und da habe ich in Gegenwart der Ärzte, die da rumstanden und der Schwestern, ein kleines Gebet gesprochen. Lieber Gott, lass mich bitte in mein altes Leben zurückkehren. Mhm. Ich mache auch, was immer du von mir willst. Mhm. Und es wurde mir geschenkt. Ich war nach 3 Monaten wieder arbeiten und habe keine Rückschläge verkraften müssen. Und was denken Sie, was will Gott von Ihnen? Wenn Sie sagen, Sie haben gebetet, ich mache, was immer du willst? Ja, zum Beispiel bei uns in Seeheim, unsere Kirchengemeinde brauchte dringend einen Umbau in der Kirche. Und da hätten die bis zu nach meinem Lebensende sammeln müssen. Da habe ich gedacht, okay, das scheint jetzt die Antwort zu sein. Ich spendiere eine neue Empore, sodass die immer älter werdenden Chormitglieder auf die Empore an die Orgel laufen können. Ich helfe bei der Renovierung der Orgel und bei der Innenrenovierung der Kirche. Ich muss ja nicht gleich eine ganze Kirche bauen lassen, vielleicht ein barockes Kloster. Ich habe unserer einheimischen Gemeinde geholfen, dass die da einziehen konnten und durfte bei der Eröffnung mir die Lieder aussuchen. Das war eine wunderbare Dankbarkeit und das fand ich schön. Was ist, wie, aber wie? Ich bin noch lange nicht quitt mit dem lieben Gott. Ich bin noch in seiner Schuld. Okay? Ja. Okay. Er wird es Ihnen dann schon sagen, ja. was er noch vorhat mit Wenn Ihnen. Wenn ich genug zuhöre. Ja. Was ist das für ein Gefühl, das Leben quasi noch mal neu in dem Moment geschenkt zu bekommen? Das hätte ja auch anders ausgehen können. Natürlich, vor allem stellt man alles auf den Prüfstand, auch was die Arbeitsfülle betrifft. Ich wurde damit gezwungen, unseren Sohn schneller in die Firma hineinwachsen zu lassen und die Macht abzugeben. Das fällt allen Leuten schwer, älteren Menschen erst recht. Ich habe tatsächlich die Kraft gefunden, dem jungen Mann fast das ganze Tagesgeschäft zu übertragen und profitiere ja davon. Ich muss erst um 10 in die Firma kommen, früher um 8. Ich kann um 17 Uhr ins Sportstudio gehen und jeden Tag einen Mittagsschlaf halten. Das ist die Belohnung für die Abgabe von Macht. Und Sie können längere Reisen machen, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen. Die längeren Reisen, ohne dass meine Frau denkt, wenn er nur wieder da wäre, es brennt was. Nee, das macht Spaß. Ich kann jetzt mich ausblenden und muss noch nicht mal das Telefon jeden Tag anschalten. Ihre Familie, Sie haben Ihre Frau erwähnt, Ihre beiden Kinder, Erwachsenenkinder muss man ja, dazu sagen. Ja, klar. Was war das für die für eine Situation? Die waren ja nicht dabei, als Ihnen das passiert ist. Nein. Denn so im Nachhinein das zu hören, ist ja auch ein Schock noch mal hinterher dann. Das unangenehm war, dass dieser Schlaganfall, diese Schlaganfälle kurz vor Weihnachten waren und unser Sohn innerhalb von 3 Tagen die Weihnachtsfeier umfriemeln musste und eine Rede halten an die geschockte Belegschaft. Mhm. Jeder denkt, Chef nicht gesund, hoffentlich geht's nicht bergab, wie geht's weiter? Mhm. Und da habe ich mich schreiben konnte. Ich konnte nicht so gut sprechen und lesen. Also sprechen, das merken Sie auch jetzt, keinerlei Sprachstörung, auch damals nicht. Und da habe ich einen schönen Brief für ihn aufgesetzt. Mhm. Und der war so aus meiner Sicht zu Herzen gehend, dass das überzeugt hat. Und unser Sohn ist dann reingewachsen. Mhm. Und als ich nach 4 Monaten, 5 Monaten wiederkam, da haben die alle gesagt, Chef, jetzt bist du noch ein bisschen ausgeruht, ist doch alles gut hier. Und da habe ich gedacht, zum Glück bist du wieder da. In 3 Monaten weiter hätten die mich vielleicht gar nicht mehr gewollt. Dann war eine gute Balance gefunden. Ja. Mhm. Zwischen Abstand und dann doch auch wieder Engagement. Ja. Und dadurch, dass der Sohn so gut reingekommen ist und Spaß hat, hat die Tochter, die ja 22 heute ist, da hat die dann gesagt, ach, das möchte ich auch machen, ich will auch in die Firma gehen.
war vorher, der Schritt geebnet. Vorher wollte sie es gar nicht. Ja, mhm. Doch, die hat Spaß gefunden. Ja. Sie haben ja dann, sind ja dann 2010 noch mal krank geworden. Letztes Jahr. Und mit so einer Art Leukämie. Ja, das. Da haben Sie aber auch irgendwie überstanden. Ja, Sie sehen mich ja hier sitzen. Ja. Ich hatte gemeint, ich hätte so große Pickel am Hals und in der Leiste. Und bin zu der Hautklinik, um mir eine kosmetische Reparatur zu geben. Mhm. Und da gucken die drauf, sagen, Herr Wild, das ist kein Pickelchen oder irgendein großer Pickel. Was anderes. Das ist eine Lymphomerkrankung. Das ist sowas ähnliches wie Leukämie. Sie haben eine Überlebensrate von vielleicht 30%, je nachdem, welche Sorte das ist, rufen Sie gleich in Heidelberg an, dass Sie bald dorthin können. Zwei Tage später war ich in Heidelberg. Professor hat mir gesagt, wir müssen erst mal ein Stück entnehmen, Probe analysieren. Wieder, da ist die Familie mitgefahren. Meine Frau, meine Kinder, die waren dabei. Ich habe gedacht, und wenn es der letzte Besuch mit euch ist, hier wird zugehört. Und dann haben wir einen Schlachtplan entwickelt. Und ich war 4 Monate später mit der richtigen Medizin, Gottes Hilfe und viel innerem Willen wieder gesund. Ich habe heute nichts mehr. Und das ist die zweite Wiedergenesung. Mhm. Und auf dem dritten Versuch will ich es nicht mehr ankommen lassen. Braucht man nicht unbedingt. Nein. Ne? Wie hat das Ihre Sicht auf Gott verändert? Oder hat es das verändert? Eindeutig. Ja? Ich bete intensiver, danke intensiver und nehme mich nicht mehr ganz so wichtig, wie ich mich sonst genommen habe. Mhm. Man wird schon klüger, wenn man es richtig anpackt. Ich lege nicht mehr so viel Wert auf die großen Autos. Ich fahre mehr Fahrrad und gebe noch ein bisschen mehr, wie ich vorher gegeben habe, an andere ab, die es nötig haben. Hält das an? Ich meine, es ist ja immer Denken. So, ja, es ist ja immer so was dann vielleicht so im ersten Moment irgendwie ist, aber spüren Sie bei sich, weil Sie das auch vielleicht zweimal schon erlebt haben, dass es intensiver wird? Dieses dankbare Gefühl. Dieses dankbare und bewusste. Ich glaube, inzwischen ist das so tief in der Seele eingepanzert, das treibe ich nicht wieder raus. Mhm. Das bleibt. Sehen Sie sich beschenkt von Gott? Natürlich, wenn ich denke, ich bin im Odenwald geboren, bei uns war noch nicht mal fließend Wasser im Haus. Meine Eltern hatten keinen Fernseher und kein Auto. Und wenn ich denke, was ich heute 100 Leute beschäftige, schönsten Reisen des Lebens machen kann, eine kleine, schöne Familie habe mit erwachsenen Kindern, die gut geraten sind, 45 Jahre verheiratet und die Schicksalsschläge weggeschleppt habe. Wenn ich da nicht spüre, mir ist es gut gegangen, da hätte ich ja was an der Rassel. Was ist Ihr Lebensmotto? Genieße dein Glück und teile es mit anderen. Mhm. Zu kompliziert? Nein. Und wie können Sie das, wie genießen Sie das? Dieses Glück, was man nur für sich so einheimst und abkapselt, vielleicht noch eine Mauer errichtet, damit es nicht genommen wird, das macht nicht richtig froh. Aber wenn man mit anderen teilt und die es nötig haben, ich bin überzeugt, die Hand wird immer wieder gefüllt und so arbeite ich auch und so lebe ich. Ich habe keine Angst, dass die Hand dann leer ist. Die ist wieder voll, weil die Dankbarkeit und die Freude anderer, die glücklichen Augen, das ist fast so schön wie das, was man hergegeben hat. Schönes Lebensmotto, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin auch viel Freude bei den Expeditionen, die Sie sich noch vorgenommen haben. Mhm. Auch weiterhin mit der Firma, dass alles gut funktioniert, dass es Ihnen gut geht. Und ich wünsche allen, die diese Sendung sehen, dass sie ebenfalls so viel Freude am Leben haben und vielleicht die eine oder andere Anregung bekommen. Das nehmen wir mit. Herzlichen Dank, Reinhold Wild. Ihnen, liebe Zuschauer, auch herzlichen Dank fürs Zugucken. Wir nehmen das mit, was wir heute gehört haben. Machen Sie es gut.